Herzlich willkommen, Leute. Wir sind am Stand von Korallenzucht und gucken uns natürlich auch gleich die K2-Korallen an. Bei mir ist vielleicht auch wie gewohnt schon der Steffen. Und es ist, wir haben uns extra beeilt, Freitag früh schnell da zu sein, um natürlich noch zu filmen, bevor die seltenen Stücke weg sind. Ich hoffe, das ist uns noch gelungen. Bis jetzt. Das ein oder andere fehlt vielleicht schon, aber okay. Ja. Deswegen wollen wir natürlich uns auch, wie mittlerweile gewohnt, jedes Jahr die besonderen Stände und vor allem die besonderen Korallen angucken. Ja, erzähl mal was. Ihr habt einen viel größeren Stand als letztes Jahr. Wie kommt das? Ja, wir hatten das Glück, in Anführungsstrichen, dass Arca dieses Jahr einen Meter oder ein Feld nach hinten verschoben hat. Und haben wir dann eben auch mitgenommen. Habt ihr mitgezogen, ne? Haben wir gut gezogen, das Los, ja. Und haben jetzt hier halt natürlich schön Freiheit zum Laufen. Auch die Kunden können sich hier ein bisschen besser aufhalten. Gut. Ihr habt tolle Werbung vorher gemacht. Ihr habt gesagt, ihr bringt einen riesen Australien-Import mit. Ich sehe, glaube ich, davon schon einiges. Vielleicht gucken wir auch mal, was die Kamera guckt und erzählen so ein bisschen. Ja, also die Kamera fängt jetzt hier gerade an bei unseren schönen Trachyphyllias. Das sind halt eben wieder die schönsten Tiere, die das Great Barrier Reef so zu bieten hat, sage ich mal. Ja. Also das sind wirklich in allen Farbvariationen dabei und auch Größen haben wir super Tiere bekommen. Es war jetzt auch vor der Messe natürlich noch ein bisschen stressig, wie das halt so ist. Dann kurz davor noch der Import und das alles verladen etc. Koordinieren, aufbauen, einpacken, klar, auspacken, wieder Einstellen. Nee, also wir haben auch wieder eine große Auswahl an Skolymias, da kommen wir dann gleich noch dazu. Ja. Ja, was haben wir hier vorne noch? Wir haben noch Euphilias. Wir haben Euphilia, Ancora, wir haben die Visas da stehen. Wir haben auch schöne orangene Pavonas, die man auch. Also das auch sind die hier, die man da sieht. Ganz genau. Ja, genau, die Kamera ist jetzt drauf. Richtig. Sieht man auch nicht so häufig, ne? Man sieht sie auch öfters mal in grün noch, ja. Oder auch eher vielleicht flächig wachsend, so schön mit den Ästen. Kriegen wir sie jetzt halt eben auch in letzter Zeit. Sehen richtig, cool. Richtig schön aus, ja. Was haben wir hier oben? Hier sind wir in der Azuxanthellaten zumindest. Zum hier. Teil richtig, genau. Das wird auch ein Becken sein, dass man halt, wo eher plakative Farben drinstehen, was dann ein bisschen weniger blau beleuchtet wird. Ja. Haben halt die Tubastreas. Wir haben schöne Gonioporas, also die typischen blauen, die man so kennt, und halt die Catalaphilia-Fraktion. Also genau. Von klein bis groß. Fracks, die man so bekommt, direkt schon von Australien. Ja. Und größere Stücke, wer denn möchte. Gut. Ja. So, die Einstiegsdinger muss man natürlich nochmal drauf umkommen. Ihr habt da Alveopora, glaube ich, liegen oder Goniopora. Goniopora vor allem, richtig. Und eben auch in... wunderschön, die grüne mit den blauen Mittelkranz. Richtig, und sie gehen dieses Jahr auch immer bis jetzt mal gut auf. Also es ist immer mit Gonioporas auf den Messeanlagen immer so eine Sache, die zicken dann gerne mal. Ja. Und das gefällt denen nicht immer so sehr, aber bis jetzt bin ich sehr zufrieden, weil sie auch echt schön offen stehen. Das stimmt, das ist immer ein Wagnis, wenn du Sachen einpackst, ne, und packst sie wieder aus und dann fängt sich das Becken nicht sofort, ja, dann stehen die Tiere auch schlecht. Genau, dann haben wir hier oben Platygyras. Ja, hier, die ist ein Platygyras. Hier haben wir noch eine schöne, große Lobo. Lobophilia ist das, genau. Ne? Ja. Und da unten eben... Oh, das sind tatsächlich Megatiere, die Orangen. Ich sag mal einfach Überbegriff Fungia. Vielleicht sind sie aus Cycloceris, vielleicht auch nicht. Vor allem die unten, die man gar nicht so richtig sieht. Ja, da gibt es also auch eben Bombe. Genau die hat so ein bisschen noch schöne Regenbogenfarben drin. Ja. Also nicht jetzt nur rein orange, wobei auch die Orangetöne natürlich fallen mir sehr schön. Ja, dann habt ihr noch schöne Heliofungia, sehe ich. Heliofungia gehört natürlich auch dazu. Genau. Genau. Und hier haben wir, das ist eine günstige Acanthastrea-Fraktion, die wir da aufgestellt haben. Das sind jetzt im Endeffekt noch unsere Nachzuchten. Also die sind jetzt nicht vom aktuellen Import, sondern sind von uns nachgezogene. Und die bieten wir jetzt zum günstigen Preis an, sagen wir. Kann man sich aussuchen, was man möchte, 29 Euro mitnehmen. Alles klar, wunderbar. Was noch neu ist bei euch, ihr habt auch ein Zelt gemacht. Ist das jetzt speziell für die teuren Tiere? Das ist also im Endeffekt nicht unbedingt für die teuren Tiere. Das ist das Mega-Zelt für die Megatiere. Ganz genau. Nee, in erster Linie ist es einfach, weil wir hier direkt über unserem Becken, wo wir eben fluoreszierende Korallen haben, haben wir dieses eklige, in Anführungsstrichen, warmweiße Licht. Und das wollen wir halt ein bisschen abdämpfen. Also, verkaufsfördernde Maßnahme, finde ich toll. Ganz schwarze Zelte kommen immer gut. Und es ist ein bisschen gemütlicher und heimischer. Gut, erzähl mal, hier sind wir bei den Zoanthus. Genau, hier geht's los, Zoanthus, Designer-Zoanthus, verschiedene, was und man eben halt so kennt. Mikromussa da vorne. Richtig. Ist ja immer so die Sache mit Acanthastrea und Mikromussa. Eigentlich sind es ja jetzt alles Mikromussas. Nicht alle, aber die meisten. Ja. Da gewöhnt sich keiner mehr dran. Es sind eben jetzt größere Stücke an Acanthastrea, Mikromussa, Lobophilias,
wiederum? Da gewöhnt sich keiner dran oder schwierig, weil Fimbriaphilia ist halt ein ganz neuer Begriff und der Euphilia ist 30, 40, 50 Jahre alt. Ich bin auch, muss dazu sagen, für mich sind es auch Euphilias. Also das wird im Handel auch immer so bleiben, das ist halt einfach so. Ja, richtig. Haben wir ganz schöne in richtig Toxic Grün mit genau, die mit, heißen mit, so, ne? Mit Toxic Pink, Grün. Mit pinken Spitzen. Darf ich fragen, was die kosten, so zwei Köpfe? Da unten, ist, ich glaube, der Preis ist schon drauf. Also okay. 189 verkaufen wir die. Wir haben auch einzelne Köpfe, da kommen wir dann gleich noch hin. Ja, super. Also das ist dann schon zwei, drei Köpfe. Genau. Ja, ja. Und Lobophilia ist natürlich klein, alle möglichen Farben, die man halt sich da so vorstellen kann. Dann haben wir Favites noch unten stehen. Lobophilia so sind wunderschön gefärbte Tiere, sind aber auch sehr wehrhafte Tiere. Sind wehrhafte Tiere. Also wenn man keinen Platz hat, muss man natürlich die aufpassen. Schönste ist die da, die zwei, die da stehen. So jetzt für mich gerade. Das sind genau die auch schon weg sind. Nö, angefragt worden sind. Ah, okay. Ja, ich weiß nicht, ob da was dabei rausgekommen ist. Ja, du siehst schon das Gold, das goldgesprenkelte Grün und Blau. Richtig, ja. Das ist richtig toll. Okay, die nächste große Ausstellung, was heißt Ausstellung, das große Becken, das ist auch euer absolutes Highlight-Becken jetzt. Wir sehen zuerst Fragmente von Fungias, auch sehr farbige, muss man sagen. Ja, das sind eben besondere Tiere, weswegen wir die dann eben auch fragmentiert haben, weil es auch viele Kunden gibt, die sich solche Tiere in der Ausfärbung in der vollen Größe einfach schlichtweg nicht leisten können oder wollen. Und es dauert natürlich seine Zeit, bis sie wieder rund sind. Werden sie aber, gar kein Problem. Die sind jetzt auch nicht erst irgendwie frisch geschnitten oder so, sondern die sind alle schon schön verwachsen. Und so kann sich das natürlich auch andere Leute erschwinglich machen. Ja, richtig, genau. Daneben haben wir eure Euphilia-Fraktion. Genau, da geht es eben los natürlich mit den wir haben hier einmal die Black Torch. Dann haben wir danach hinten neben dran die australischen Golden Torch, die sogenannten 24K Golden Torch. Ja. Dann, ach, das die 24 sind aber die ganz hellen, ne? Ach, das sind die hier. Das sind die australischen. Die australischen werden unter dem 24K Namen. Ganz genau. Die rechts daneben, das sind die indonesischen. Ja. Also auch Golden Torch, auch Glabreszenz, Euphilia Glabreszenz oder Fimbriaphilia Glabreszenz. Ist eben die indonesische Variante, die wir als Nachzuchten anbieten. Okay, ja, auch sehr, sehr schön. Ja, daneben haben wir dann. Da kommt was Besonderes. Richtig, das sind eben, also oben haben wir eine schöne Ancora Bicolor noch hier. Ja. Und das ist dann eben eins der Highlight-Euphilien-Ancoras, die wir bekommen haben, in der schönen orangenen Farbe. Das sind halt eigentlich die Tiere, die. Also dagegen sind die Golden Torch wirklich noch häufig anzutreffen. Da muss man schon immer mal Glück haben oder viele Euphilien importieren. Die lassen sich ja auch gut vermehren. Also wenn man die füttert, dann vermehren die sich ganz gut. Richtig, ganz klar. Wenn man weiß, was man macht, sollte man noch normalerweise da schon schnell die aufbauen können. Unten drunter haben wir noch ein paar Cinerinas in schöner knallig-roter Farbe. Ja, ein großer Rot. Und eine grüne haben wir natürlich auch dabei. Ja. Euphilia geht hier auch noch mal ein bisschen weiter. Wir haben die sogenannten Golden Nuggets. Ja, das wären die hier. Genau, die gibt es eben einmal mit dem blauen Rand und dann gibt es noch die mit dem pinken Rand. Mhm. Und nebendran geht es dann auch schon los mit der Montiformis-Fraktion. Sind auch die ein oder andere Corytes oder Pavona ist dabei. Was ist denn das hier für eine? Die hell leuchtende, das ist die originale Sunset. Also die man so. Man sieht immer öfter die Reverse Sunset. Mhm. Ist jetzt einer der Ableger von der richtigen Original Sunset, die man Sunset, eben noch hat. Genau. Das ist, was man halt so kennt, Grafted Montipora, Crazy Tea Montipora. Was es eben alles so gibt. Die jetzt alle da gerade. Und die hier nochmal ganz kurz, welches waren die? Das ist die Crazy Tea. Crazy Tea, okay. Ja. Habt ihr einen großen Stock? Haben wir? Bild von dir da habe ich dir mal eins zukommen lassen, genau. Genau, genau. Ja, die entwickelt sich super. Okay, dann kommen wir zu Mushrooms und Co. Mushrooms, genau, Bounce Mushrooms und Ricordeas haben wir hier. Ja. Also erstmal ein paar wirklich super schöne Ricordeas. Wir haben eben Bounce Mushrooms und Jawbreaker, Discosomas. Auch immer gerne gesehen, hohe Nachfrage nach den Tieren. Halt super farbenfroh einfach. Darf ich fragen, wie die Jawbreaker liegen? Jawbreaker liegen so um die 300 Euro. Oh gut. Also das kennen noch Zeiten, da war die auch tatsächlich bei 1000. Ja, das gibt da auch natürlich große Unterschiede. Ne? Ja. Aber die wir jetzt hier dabei haben, liegen so um den Preisbereich. Und dann kommen natürlich die
die australische Vorzeigekoralle, sage ich jetzt mal, ne? Scolymia australis, haben wir auch also von Bleeding Apple, Warpaint, wir haben alles ein Master hier dabei. Ein paar Meter weg, also okay, einen Meter, danke. Ist da also auch von klein bis groß, für jeden irgendwo was dabei. Kein großer Australien-Import ohne schöne Scolymias. Das stimmt. Und sind auch wirklich schöne dabei. Also gerade die mit dem blauen Ring in der Mitte. Das die hast du gleich entdeckt, ne? Das denke ich mir. Ja gut, die Mastertiere sind ja immer gefragt. Ja, klar. Das ist so, aber es sind halt auch teuer. Ja. Die da drüber, die wird auch noch. Die hat auch das Gelb noch in der Mitte so ein bisschen. Kommt Gelb und da kommt auch noch ein lila Ton mit dazu. Also der würde ich jetzt sagen, ist auch ein spannendes Tier. Ja, absolut. Ist vielleicht jetzt nicht so ausgefärbt wie die anderen, aber die könnten noch richtig. Genau, die können ja auch noch aufbauen. Ja, genau. Ja. Dann rechts davon, wo wir gerade schon drauf waren, ganz vorne, haben wir dann die Blastomusas. Mhm. Auch super schönes Rot mit dem leuchtenden Türkisgrün in der Mitte. Ja. Macht halt immer was her und machen auch richtig schöne Kolonien, wenn die mal groß sind. Ja, wollte ich gerade sagen, ist ja wirklich wunderbar. Oben drüber haben wir die speziellen, sage ich jetzt mal, Acanthastreas, vor allem die hochgefärbten Regenbogentiere eben. Also sind jetzt auch Ableger, die wir so bekommen von Australien. Und okay, die haben schnell geschalten, ja? Ja, natürlich, klar. Und die wissen ja auch, also solche Tiere halt, sie wachsen ja zum Glück ganz gut. Wenn man sie auch zufüttert, kriegt man auch eine Kolonie doch früher oder später. Meine werden immer, wie sagt man, die werden immer so flauschig, aufgeblustert. Gehen richtig auf. Gehen richtig auf. Aber haben dann die Farbe nicht mehr, die sie jetzt so haben. Aber gut. Ja. So ist das Leben, ne? So ist das Leben, ganz genau. Tja, da oben haben wir nochmal von den Toxic. Eben diesmal jetzt Einzelpolypen. Und dann haben wir die Acroporas. Da haben wir eben dieses Jahr wieder. Genau, ihr hattet letztes Jahr ja diese Merlin-Stuff, kann ich mich erinnern. Haben wir auch nochmal eine hier stehen. Ah, okay. Ich erkenne das meistens nicht. Ja, ich versuche hier mal kurz einen Stab zu kriegen. Kriegen wir gleich. Ja, aber wir haben ja auch andere schöne Acroporas. Ja. Es gibt ja nicht nur mehr Insta. Die wächst ja langsam, ne? Verhältnismäßig, ja. Also, genau. Hier wären wir da. Also, für die, die es jetzt das erste Mal zuschalten, muss man erklären, es gibt eben Tiere, die wir nicht mehr kriegen. Die kommen aus Indonesien. Und das sind halt welche, die einfach besondere Farbausbildungen haben. Und die kriegen dann auch diese sogenannten Künstlernamen, Fantasienamen des Handels. So wie bei den Zoas. Es gibt bestimmt 500 bis 1000 verschiedene Zoanamen. Kriegt jeder Sprenkel einen neuen. Und so ähnlich ist das bei den Acroporen auch. Und die besonders teuren natürlich auch. Richtig. So korrekt, ne? So absolut korrekt. Super, richtig. Also ich hab's langsam drauf. Ja, nicht langsam. Und ganz klar. Dann haben wir einige eben auch hochfluoreszierende Korallen, die wir jetzt mittlerweile auch als sogenanntes Cup-to-Order anbieten. Ja. Bedeutet eben einfach, dass wir... Das ist euer Name. Ne, Cut-to-Order bedeutet unterm Strich einfach, du kaufst nicht das Tier als what you see is what you get, sondern du kriegst ein Bild von der Mutterkolonie und kannst sozusagen sagen, von diesem Tier hätte ich gerne einen Ableger und der wird dir dann geschnitten. Ja, genau. So, richtig. Super. Einfach, dass die Leute sich das dann so angucken können im Gesamtbild. Ja. Nebendran haben wir Echinophilia, Chalice und auch die ein oder andere Mycelium. Also, ja, auch sehr spannend die hier. Ja, ja, da haben wir zwei Stück davon, vorne auch nochmal eine stehen. Ja. Finde ich auch super schöne Tiere. Eben auch die Regenbogentiere findet man halt meistens eben in den kleinen Stücken, weil es halt einfach oft oder die meisten schwer zu bekommen sind im Ganzen. Die finde ich spannend, die dritte von unten. Oder ist ja die gleiche wie die da, ne? Die zweite. Oder? Ja. Viele spannende Tiere dabei, absolut. Die, genau. Ja, ich weiß genau, welche du meinst. Ja, und dann haben wir nochmal Gondioporas in Rot. Ja. Aber halt richtig schönes leuchtendes Rot mit grünem Mund. Auch so von Australien bekommen. Das sind halt eben richtig schön. Ja. Richtig schön leuchtend. Meine Frau hat ihre Liebe zu Gondiopora entdeckt. Ja. Weil sie bei einer Messe diese sogenannte Hellfire. Ja, die ist ja auch die einen sind Master, die anderen nennen sie so. Ja, die ist auch wirklich. Die ist halt rot im. Nein, nicht kräftig rot. Die hat so eine orange Rostfarbe. Und dann natürlich das Orange und Leuchtende. Das ist auch sehr nett. Ja, Leute, wir gehen jetzt noch zu den Fischen, weil das ist die Besonderheit hier auf der Messe, dass Korallenzucht Karlsruhe, scheint ja auch wegen der Nähe, dass ihr auch immer ein paar Fische dabei habt. Und die wollen wir uns natürlich auch angucken. Gerne.
So, wir sind jetzt an der Fischanlage. Also ich persönlich, ich weiß nicht, das wird nicht jeder wissen, ich bin vor der Messe x-mal gefragt worden, gibt es auch Fische, gibt es auch Fische? Ich habe gesagt, ja, bei Preis gibt es in der Regel Garnelentiere. Bei euch gibt es eigentlich immer Fische und Garnelentiere und was ihr alles da habt. Also Fische nehmen wir. Ja. Und ich versuche den Leuten immer zu erklären, das ist jetzt kein böser Wille. Der Händler würde natürlich gerne Fische mitnehmen. Aber erstens ist das ein Riesenaufwand. Zweitens ein Riesenstress. Ihr habt, wie weit hierher? 50 Kilometer? 60, 70? Ja, so genau. Ja, also das ist okay, aber wenn da einer aus 600 Kilometer anreist, ist der Fisch ja schon mal 6 Stunden unterwegs, dann wird er eingesetzt, dann ist er 3 Tage auf einer Messe, das Wasser muss ich fangen. Also zu den Tieren zuliebe ist es besser, wenn man von weiter weg kommt, dass man es lässt. Aber wer Fische kaufen will, bei euch kriegt man Fische. Bei uns kriegt man Fische, genau. Genau, und zwar auch schöne. Ihr habt schöne Anemonen. Nur schöne. Schöne Anemonenfische, also wie sagt man, Designer-Clowns. Ja, richtig. Ja. Wir haben verschiedene Sorten an Designer-Clownfischen. Natürlich auch ganz klassische. Ja. Ne? Muss nicht jeder irgendwelche speziellen Farbvarianten davon haben. Wir haben einfach einen, also Pergola, Ammoniensis, ist alles da. Genau, wir haben einen bunten Mix, wir haben Zwergkaiserfische dabei, wir haben einige verschiedene Grundelarten, Schwertgrundeln, Striatusgrundeln, ihr habt Pfeilgrundeln. Genau. Schöne Multicolor-Zwergkaiser, die man auch nicht allzu häufig sieht. Das stimmt. Links nebendran auch nochmal eine längere Friedmanis. Anlage. Genau, alles Nachzucht. Ja. Also selbstverständlich, alles was man hier jetzt an Clownfischen und Friedmanis, alles was man nachzüchten kann, sollte man als Nachzucht auch eben kaufen. Genau, finde ich toll, so muss das sein. Ja, also und dann halt eben ein Sammelsorium an verschiedensten Krabblern. Also da geht es jetzt von Schnecken, Nassariusboden, Schnecken. Wir haben grabende Seesterne, Putzergarnelen, so eben das Übliche. Wir haben die ein oder andere Sexy Shrimp hier. Ja. Und einfach das eben. Ja, das aber das, was da ist, natürlich. Also gerade auch die Nachzuchttiere, die stehen sowieso immer besser als Wildfänge. Ja. Und man kann es nur unterstützen. Also jeder, der damit zu tun hat, also unabhängig ob firmen- und fachbezogen. Zucht ist wichtig und die wird uns irgendwann beschäftigen. Ihr habt sogar hinten noch einen kleinen Kaiser mit drin, habe ich gerade gesehen. Ja, wir haben. Ja. Und meinst du den nee, hier. Du meinst, also ja, wir haben genau. Zwei sogar. Wir haben zwei Imperatoren. Ja. Juvenil noch, also noch in der Jugendfärbung. Ja. Und also die machen wirklich super gut. Wir hatten bis jetzt auch, bin ich sehr zufrieden. Anlage steht top. Ja. Wassertrübung hält sich in Grenzen, wie du schon gesagt hast. Ist immer so eine Sache, das alles hierher zu kriegen. Ja. Dann die Fische wollen auch nochmal angepasst werden, wollen nicht direkt reingeschmissen werden, eventuell. Ne? Und da muss man dann schon natürlich schauen. Super. Ja. Ja, ich würde sagen, Leute, das war es vom Stand von Korallenzucht Karlsruhe. Die haben auch ein Fachgeschäft, da kann man auch hinkommen, sollte man auch tun und haben natürlich auch, der Online-Shop ist leider nicht immer ganz so gut gepflegt wie Tiere, die ihr bei Facebook reinstellt, aber das ist ganz klar, das kostet alles sehr viel Zeit, aber ihr könnt da auch hinschreiben und sagen, hier, ich will was Bestimmtes haben, da kümmern die sich auch drum. Absolut. Ich wünsche euch eine gute Messe, ich danke dir fürs Interview. Vielmals, Robert. Gerne. Hat mich gefreut, wie jedes Jahr. Und ja. Wir werden uns, wenn ihr das seht, ist die Messe um. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ihr einen kleinen Einblick von dem einen oder anderen Händler bekommt. In dem Sinne, happy reefing, happy Sindelfing und bis bald. Ciao.